Hi Leute und willkommen zu einem weiteren Video von Bailride mit den besten Strategien und Kampftechniken. In Bailride drehen sich die Armeestrategien und die Kampftechniken nämlich um die Positionierung, die Nutzung des Geländes und die effiziente Verwaltung von Ressourcen. Wir kommen aber zuerst zum Nahkampf. Während des Nahkampfs empfehle ich euch, euch im Uhrzeigersinn um eure Feinde herum zu bewegen und kontinuierlich anzugreifen, um das schnelle Zurücksetzen der Animation auszunutzen. Schilde sind zwar nützlich, um Pfeile abzuwehren, sind aber bei längerer Verteidigung weniger wirksam, da sie nach ein paar Treffern zerbrechen. Als Nahkämpfer solltet ihr auf eure Skillung achten und wenn möglich Ein- und Zweihandwaffen skillen. Hierzu gehören zum Beispiel Schwerter oder Streitkolben. Einhandschwerter sind zum Beispiel aufgrund ihrer Geschwindigkeit, ihrer Reichweite und Kraft sehr zu empfehlen. Sie sind die schnellsten und längsten Einhandwaffen im Spiel, was ideal für schnelle Angriffe und Konter ist. Im Kampf gegen schwer gepanzerte Gegner sind stumpfe Waffen wie Streitkolben oder Kriegshämmer effektiver. Sie verursachen gleichmäßigeren Schaden gegen Rüstungen, da sie den Schutz der Rüstung durchbricht. Hiebwaffen wie Schwerter sind gegen Rüstungen weniger effektiv, aber gegen ungepanzerte Feinde top. Daher ist es von strategischer Bedeutung, je nach Gegnern zwischen Hieb- und stumpfen Waffen zu wechseln. Es gibt verschiedene Rüstungsstufen, wobei die Ritterrüstung der Stufe 3 eine der effektivsten für schweren Schutz ist. Diese Rüstung bietet eine hervorragende Verteidigung und eignet sich daher ideal für den Frontkampf, ist jedoch aufgrund ihres Gewichts mit einem Geschwindigkeitsnachteil verbunden. Wenn ihr eher Fernkampf betreiben wollt, dann solltet ihr natürlich auf Gewandtheit und Bogenschießen geskillt sein. Dann kitet so gut es geht und zielt wenn möglich immer etwas überhalb des Kopfes. Es empfiehlt sich auch, sich auf einen Stein oder ähnliches zu stellen, wo die Feinde nicht rankommen können, denn von dort aus könnt ihr sie gut bekämpfen. Achtet hier auf andere Bogenschützen und bekämpft diese zuerst. Für den Fernkampf benötigt ihr natürlich einen Köcher, einen Bogen und Pfeile. Craftet euch hier immer das Beste, was geht, damit ihr auch am meisten Schaden macht. Als Bogenschütze ist eine leichtere Rüstung die bessere Wahl, denn sie ermöglicht mehr Beweglichkeit und schnellere Bewegungen, was für Taktiken wie Kiten von entscheidender Bedeutung ist. Positioniert eure Gefährten vor großen Schlachten auf einer höheren Ebene. Wenn ihr sie mit dem Befehl Halten auf einem kleinen Hügel platziert, können sie Feinde von dort aus gut bekämpfen. Ihr könnt die Feinde dann entweder selbst angreifen und euch zu euren Gefährten zurückziehen, die dann einfach angreifen, oder ihr versucht, die Feinde mit eurem Bogen zu triggern. Bei den Gefährten verhält es sich so wie im Solo-Play auch: Bogenschützen, Pfeil und Bogen, Nahkämpfer, gemischt mit Schwertern und Streitkolben bzw. stumpfen Waffen. Rüstet eure Dorfbewohner mit leichteren Lederrüstungen aus, wenn sie Aufgaben erledigen sollen. Gebt ihnen jedoch ein Upgrade auf schwerere Rüstung, wenn ihr euch auf den Kampf vorbereiten wollt. Vermeidet es, mehr als 3 Dorfbewohner aus derselben Siedlung zu rekrutieren, da dies zu einem Moralverlust führt. Wenn ihr nicht solo kämpfen wollt, solltet ihr euch auch Dorfbewohner suchen, die viele Punkte in Einhand oder Zweihand bzw. in Gewandtheit und Bogenschießen haben. Sammelt außerdem immer Kupfer und Zinn, wenn ihr es seht, weil diese Ressourcen später von entscheidender Bedeutung für Waffen und ähnliches ist. Habt auf jeden Fall immer einen speziellen Vorrat für Waffen und Rüstungen parat, so könnt ihr nämlich verhindern, dass eure Dorfbewohner wichtige Ausrüstungsgegenstände verlegen, weil sie ja tatsächlich schon dazu neigen, zum Beispiel Gegenstände wie den Bogen oder Pfeile auch an Orten wie der Jagdhütte aufzubewahren. Indem ihr die Ausrüstung intelligent verwaltet und leicht zugängliche Vorräte anlegt, könnt ihr sicherstellen, dass eure Dorfbewohner sowohl für die Arbeit als auch für den Kampf bereit sind. Für groß angelegte Schlachten empfiehlt es sich, gut ausgerüstete Dorfbewohner als Panzer einzusetzen, damit sie von hinten Schaden anrichten können. Diese Panzereinheiten an vorderster Front zu haben, während die anderen mit Fernangriffen oder einer schnelleren Waffe zuschlagen, kann eine erfolgreiche Strategie sein. Als Bogenschütze solltet ihr darauf achten, dass ihr genug Essen mit Ausdauer zu euch nehmt. Als Nahkämpfer braucht ihr logischerweise mehr Gesundheit. Achtet auch darauf, dass ihr immer genug Heiltränke oder Bandagen dabei habt. Das zählt übrigens auch für eure Dorfbewohner. Ja Leute, das sind meine Erfahrungen mit Bailride. Habt ihr andere Strategien? Dann schreibt sie mir mal gern in die Kommentare und wenn ihr Lust habt, dann lasst gern ein Abo da. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis bald.